Miss Steve, freut es mich wieder zu sehen. Was ich. Sorry, ich kann dich nicht wirklich verstehen. Was? Du freust dich, mich wieder zu sehen? Wirklich? Ich höre nur so ein merkwürdiges Schreien. Also ich weiß nicht genau, was da los ist. Kann mir bitte jemand erklären, was da los ist? Ich verstehe nur, dass sie mich unbedingt wiedersehen will. Mehr verstehe ich nicht. Wir sind heute zurück bei Scary Teacher 3D. Es gibt neue Level und zwar 5 oder 6 Stück. Ich weiß, ich bin am besten vorbereitet für meine YouTube-Videos. Ich habe nur einen Spoiler gesehen und der war ganz merkwürdig. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber ich habe einen Gorilla gesehen. Einen Gorilla. Ich meine jetzt einen richtigen Gorilla. Und nein, ich habe kein Outfit angezogen, sondern einen Gorilla. Ein echter Gorilla. Die letzte Erinnerung, die ich habe von einem Gorilla, ist Harambe. Und dann noch so einer, der seine eigene Scheiße gegessen hat. Das machen aber Gorillas so, oder? Wie auch immer. Wir sind heute da, um sie zu pranken. Denn unser Ziel ist es, unsere Lehrerin, die anscheinend absolut reich ist. Wir brechen in ihre Villa ein. Das ist eine wortwörtliche Villa. Keine Wohnung, kein Haus. Das ist eine Villa. Für sie alleine. Sie hat kein Haus, sie hat gar nichts. Sie hat aber nur ganz viele Räume. Was mich aber so ein bisschen wundert, weil hat sie das Geld geerbt? Oder wird man so reich, wenn man Lehrer ist? Obwohl, das glaube ich ehrlich gesagt eher weniger. Im Endeffekt spielt es auch keine Rolle. Denn wir gehen jetzt ins Spiel rein und werden sie absolut zerstören. Ich finde es irgendwie cool, dass sie so viele Level rausbringen. Und falls du nicht in den nächsten 5 Sekunden abonniert hast, dann darfst du nie wieder in deinem Leben irgendjemanden pranken. Ich denke mir das nicht aus. Und bei 1000 Likes in der Stunde lade ich so schnell wie möglich das nächste Video hoch. Und für mehr Videos lass lieber einen Daumen nach oben da. Also gehen wir nach ganz rechts. Chapter 5 ist es. Das erste ist A Concrete Plan. Also ihr neuer Freund will anscheinend eine Statue für sie bauen. Und was dann passiert, davon habe ich keine Ahnung. Ist dies neues Motto. Bleib ruhig und hol dir deinen Ruhetag. Zeit, um mir etwas beizubringen. Den harten Weg. Ich meine, ich weiß nicht wirklich, was er damit meint, aber er ist halt der Prank-Profi, nicht wirklich ich. Ich mache nur damit, okay? Oh, sie hat eine verdammte Statue für sie gebaut. Was zum Teufel? Hard at work. Wow, er arbeitet für sie allein. Ich glaub's halt nicht. Sweetie, you're doing amazing. Okay, er hat sich also wirklich in sie verliebt. Time for some self-care. Warte mal, sie verarscht ihn oder verarscht er sie? Theoretisch verarscht er sie ja, weil sie ja das Geld hat. Aber trotzdem verarscht sie ihn auch irgendwie. Ist ganz merkwürdig, aber ich glaube nicht, dass du irgendjemand abbekommen wirst. Obwohl, naja, es gibt schon einige bestimmt, die da gerne einziehen würden. Wie auch immer, lass uns reingehen und gucken, was wir überhaupt tun sollen, weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich gar nicht. Der Typ arbeitet im Hintergrund. Wahrscheinlich müssen wir die Statue zerstören oder irgendwie sowas der Art. Aber okay, schauen wir mal nach Tipps, okay? Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Ansonsten wissen wir gar nicht, wo es lang geht. Und deswegen nehme ich die Tipps mal mit. Also erstmal müssen wir zum Workshop, um dort eine Bowl zu finden. Also eine Cornflake-Schüssel ist das für mich. Der Workshop ist oben. Ich kann mich erinnern auf jeden Fall. Aber ja, mal schauen, ob wir da easy peasy hochkommen werden. Ich weiß auch gar nicht, wo sie ist, aber sie ist anscheinend unten. Okay. Dann müssen wir erstmal den Workshop finden. Workshop, Workshop, wo bist du? Das ist ihr Schlafzimmer. Hier ist nicht der Workshop auf jeden Fall. War das der Workshop? Nein, ne? Also die Zimmer hier zu finden wird immer ein Problem sein für mich, weil sie hat halt so viele Zimmer, dass ich nach so vielen Folgen... Oh, das ist der Workshop. Da bin ich mir sicher. Ja, da hinten ist die Bowl, die Cornflakes-Schüssel. Wir sollen die Cornflakes-Schüssel benutzen, um Zement zu sammeln. Warte, Zement wird dann wahrscheinlich, ohne einen Tipp zu sehen, im Garten sein, denke ich persönlich, weil der Typ arbeitet an der Statue im Garten und dafür braucht er Zement. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass dort Zement sein wird, richtig? Ich habe natürlich keine Ahnung, aber wir werden sehen. Okay, dann gehen wir erstmal hier durch. Perfekt. Hier sind auch einige Gegenstände, die könnte man auf jeden Fall gebrauchen. Aber gehen wir weiter und schauen mal nach, ob wir da wirklich Zement finden. Ich könnte mir auch einen Tipp holen, aber ich will erstmal selbst nachgucken, ob ich richtig liege, ja. Oh, warte mal. Jagt mich der Typ, wenn er mich sieht? Oder... Oh! Oh mein Gott, was? 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 Wie soll ich als Zement kommen, wenn er mich sieht? Ich dachte, er macht einfach weiter und ignoriert mich. Er hat mich ja nicht mal gesehen, aber wenn ich in seine Nähe komme, tötet er mich sofort. Eine Sache steht fest, ich hätte auf jeden Fall nach den Tipps gucken sollen. Und sie ist gerade oben. Oh, das ist nicht gut, dass sie oben ist. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay, ich werde die Tipps trotzdem mal aktivieren. Wir wissen ja, was wir zuerst tun müssen, richtig? Wir müssen die Schüssel holen, das ist einfach. Danach habe ich aber nicht nach den Tipps geguckt, meine ich. Warte mal. Ich glaube, ich sollte erstmal kurz hier bleiben und gucken, bis sie rausgeht, weil ich habe das Gefühl, sie wird in meine Richtung kommen. Deswegen, ich würde sie lieber unten sehen oder im Flur. Dann kann ich reingehen. Oder ich gehe auf das Dach hier. Das ist auch relativ sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier drauf kommt, ehrlich gesagt. Also, ja, sie ist jetzt im Flur. Das heißt, wir können jetzt nach oben gehen. Oder geht sie die Treppen runter? Bitte sag mir ja, bitte sag mir ja. Oh Gott, wo geht sie hin? Ich habe keine Ahnung. Sie könnte jede Sekunde vor mir sein. Das ist ein riesiges Problem gerade. Oh mein Gott, wo geht sie dort lang? Sie geht in den Musikraum oder wo lang? Oder ist sie hier? Oh, sie ist im Musikraum, genau rechts neben mir. Oh no, da muss ich aber lang. Jetzt dance sie. Oh mein Gott, hör auf zu dancen, okay? Verdammt, sie geht jetzt raus. Sie geht jetzt raus. Sie geht raus. Oh mein Gott, das ist beim letzten Mal was einfacher, ehrlich gesagt. Ja.
Ja, ich glaube, sie geht die Treppen runter. Komm schon, bitte. Tu mir den Gefallen und hau ab. Sie war hier. Das habe ich im Hintergrund gesehen. Sie war genau hier. Dann gehe ich hier lang und sie ist da hinten. Sie hat mich nicht gesehen. Wir holen jetzt mal die Schüssel, machen das Fenster auf und wir können rausspringen. Aber zuerst werde ich noch mal ein paar Tipps holen. Concrete Mixer can be turned off by switch box on it. Also wir müssen den Mixer erstmal ausmachen. Oh mein Gott. Aber es gibt noch mehr Tipps. Ah, wir müssen also warten, bis Francis abhaut. Er wird mich sonst fangen. Okay, das macht Sinn. Also wir müssen aber warten, bis er weg ist. Okay, also wir müssen aber auch vorher die Maschine anscheinend ausmachen. Mich wundert übrigens ehrlich gesagt, dass ich hier, wenn ich runterfalle, mir gar nichts breche. Oh, ich habe mir aber Schaden bekommen, okay? Wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu nah rankommen. Francis wird mich sehen. Die Frage ist, wann haut er ab? Wir müssen auf jeden Fall vorher die Maschine ausmachen. Das wird ganz wichtig sein, weil es könnte sein, dass wir uns sonst verletzen. Oh, er ist da hinten. Okay, okay. Dann, da er da hinten ist, kann ich hier irgendwie ausmachen hier. Bitte sag mir ja, wo ist der Ausschalter? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Ist es hier der Ausschalter? Ja? Ja, 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 okay. Und? Was? Oh ja. Ja, ja, okay. Okay, okay. Er haut ab. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Gib mir das. Kann ich es nicht aufheben? Oh, warte mal, warte. Ich hol mir erstmal einen Tipp. Ich hol mir erstmal einen Tipp. Wir müssen jetzt die. Ja, das wollte ich ja die ganze Zeit. Ja, okay, wir haben's. Und jetzt was? Jetzt müssen wir sie mit dem Zement leiden lassen. Okay, aber wie? Oh mein Gott. Wir müssen sie das Zement mit ihrer Creme austauschen. Aber wir müssen uns jetzt beeilen, weil Zement trocknet sehr schnell. Was ich bestätigen kann. Also Zement ist auf jeden Fall eine coole Sache auf jeden Fall. Aber die gehört nicht ins Gesicht. Das Ding ist, sie hat leider zwei Badezimmer. Aber ich weiß nicht genau. Okay, wisst ihr was? Ich gehe einfach in beide. Oh Gott, ich bin halt über das Haus gesprungen. Hier ist eins. Bitte sag mir. Oh ja, ja, ja. Oh mein Gott. Und renne, bevor sie dich bekommt. Oh mein Gott. Also... Oh, wieso springe ich so hoch? Okay, also jetzt können wir zurückgehen und hoffen, dass sie mich nicht bekommen wird. Das würde ich sehr zu schätzen wissen, auf jeden Fall. Okay, ich bin draußen. Ab dieser Stelle kann sie mich nicht bekommen. Sie rennt normalerweise nicht weiter als hier raus, okay? Weil hier auch andere Häuser sind. Und naja, sie will ja nicht, dass andere wissen, was für eine Drecksau sie ist. Alle, diese Bank ist irgendwie ziemlich groß, oder? Ist mir nie aufgefallen, aber ich meine, zieh das mal rein. Okay, sie geht dort nach oben. Wir haben alles erledigt, denke ich. Oh, sie benutzt es. Sie benutzt Zement für ihr Gesicht. Oh mein Gott, jetzt wacht sie auf. Oh mein Gott, sie hat das für ihren Körper benutzt. Sie hat Zement für ihren Körper benutzt, nicht mal für ihr Gesicht. Oh Gott, wie atmest du überhaupt? Was? Oh mein Gott. What? What? Das würde sie töten. Also hat sie wortwörtlich hundertprozentig getötet. Sowas kann man nicht überleben. Gehen wir aber ins nächste Level, weil ich bin noch nicht fertig. Sieht so aus, als würde Miss T nicht zurückkommen von dem Desaster. Es fällt mir wirklich schwer zu wissen, was er damit meint. Aber ich bin mir sicher, wir werden es gleich herausfinden. Wir werden jetzt sehen, sie trainiert. Alter, 15, okay, nicht schlecht. Damn. Endlich benutzt sie mal das Finish-Schuh, das hat sie nie gemacht. Aber was? Warte mal, das habe ich nie gesehen. Du schwitzt ganz schön. Ich habe dieses Teil nie gesehen dort. Oh, sie benutzt jetzt einen Code. No one can mess with my equipment now. Niemand kann mit deinem Equipment irgendwas machen. Ach so, weil ich in der Vergangenheit schon was mit dir gemacht habe. Ich verstehe. In der Vergangenheit haben wir mit dem Laufband auf jeden Fall getrickst. Also, was ist überhaupt das Ziel? Wir müssen dieses Gerät hacken anscheinend. Das Erste, was wir tun müssen, ist Duct Tape finden neben der Küche. Und ich weiß auch wo. Und diesmal ist es unten. Aber glücklicherweise ist sie oben. Das Problem ist, ich kam nicht wirklich durch. Das heißt, kann ich vielleicht das hier... Ja, aber das geht auf, ne? Alter, das hast du echt sicher gemacht. Hier ist eine... Ich habe das Gefühl, das müssen wir mitnehmen. Ich weiß nicht, wieso. Kann ich das überhaupt mitnehmen? Aber das kann ich nicht mehr mitnehmen, okay? Also ich bin noch unten, ne? Genau. Unten war ich nicht allzu oft tatsächlich. Aber ist das nicht der Dining-Raum? Oder wie immer der heißt? Hier ist ein roter Schlüssel. Interessant. Oder das könnte auch der Dining-Raum sein. Das ist Wohnzimmer, ne? Also hier im Schrank ist Duct Tape auf jeden Fall nicht. Das ist interessant. Hier vielleicht, in diesen Schränken. Irgendwo müssen wir Panzer-Tape finden. Ich meine, hier ist ein leckerer Kuchen. Den würde ich gerne essen. Aber ich werde es mal lassen. Ich werde mich immer auf den Prank konzentrieren, weil das wird auf jeden Fall deutlich wichtiger sein. Und ich finde Duct Tape nicht wirklich, aber das könnten wir gebrauchen. Ich nehme es mal mit aus Spaß. Und hier ist sogar ein Hammer. Okay. Oh, da ist sie, da ist sie. Bitte geht die Treppen hoch. Sie geht die Treppen hoch. Sehr schön. Also ich finde hier tatsächlich kein Duct Tape. Auch wenn gesagt wird, das ist hier. Warte, vielleicht irgendein anderen Raum neben der Küche. Das könnte auch sein. Ich meine, da hinten ist der Raum, da war ich noch nie. Warte mal, in diesem Raum war ich wortwörtlich noch nie, oder? Oh mein Gott, hier ist Duct Tape. In diesem Raum war ich noch nie in meiner Karriere von Scary Teacher 3D. Ah, jetzt müssen wir das drauf befestigen bei ihrem Gerät, denn wir können Duct Tape draufkleben, dann können wir die Fingerabdrücke sehen, wie der Code ist und siehst du, wie ich stuck da oben. Was mir, ich bin sehr dankbar dafür. Bin ich ganz ehrlich, ich werde mich dann nicht beschweren, wenn sie stecken bleibt. Ich werde jetzt mal die Leiter nehmen, denn so kommen wir da ziemlich leicht hoch. Es sei denn, sie hat alles gesperrt, aber ich gehe mal von nein aus.
Sie hat ernsthaft alles gesperrt. Alles? Warte mal. Oh, warte, hä? Das hast du aber nicht gesperrt, oder? Verdammt, warte mal. Sie ist leider oben gerade. Jetzt bevorzuge ich doch eher, wenn sie unten wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also anscheinend will sie auf jeden Fall nicht, dass irgendjemand in ihr Fitnessstudio geht, was ich, naja, zum Teil verstehen kann, aber zum Teil dann auch nicht. Warte mal, sie ist hier, oder? Oh, sie ist hier. Oh mein Gott, sie hat mich gesehen. Kacke, sie hat mich ernsthaft gesehen. Ich gehe raus. Hier sollte sie normalerweise nicht hinkommen, oder? Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Wo rennst du lang? Da bin ich gar nicht. Warte, sie rennt raus jetzt? Okay, also kommt sie jetzt hierher? Wow, sie ist komplett rausgerannt, Alter. Was zum Teufel? Okay, ich bin da hinter ihr. Sollte sie aber hoffentlich nicht bemerken. Ich gehe nochmal die Leitern hoch, weil das ein guter Weg ist auf jeden Fall. Jetzt werde ich hier rausgehen und jetzt gehen wir zu dem Gerät, was hier sich befindet. Und jetzt, warte mal, wieso geht's nicht? Wieso geht's nicht? Oh nein, sie kommt nach oben. Sie hat mich gesehen. Nein, sie hat mich ab... Oh Gott. Aus irgendeinem Grund konnte ich das nicht verwenden. Ich gehe mal hier lang. Okay, sie hat mich nicht gesehen. Das ist gut. Ah, erstmal müssen wir das Ducktape mit ihrer Wasserflasche verbinden im Fernsehraum. Warte mal, Fernsehraum? Wo war denn das? Also der Fernsehraum ist hier, oder? Oh, ah, hier, ja, ja, die Flasche. Oh mein Gott, also müssen wir doch was damit machen. Ich hatte das Gefühl. Was? Benutze das Item, um die Tür zu öffnen. Was meinst du damit? Jetzt müssen wir Duct Tape nehmen von der Wasserflasche. Ach, hier. Oh, und jetzt müssen wir es drauf machen. Ach so. Also funktioniert dieses Ding mit ihrem Fingerabdruck und wir haben ihren Fingerabdruck aus ihrer Wasserflasche genommen. Und sehe ich schon wieder Stuck da oben. Okay, jetzt werde ich das hier befestigen. Und jetzt können wir reingehen. Oh mein Gott, wir sind drinne. Wir sind drin. Und jetzt? Wir müssen jetzt Kleber finden, Superkleber, im Storeraum und wir sollen es auf den Yoga-Ball drauf machen. Wir sollten uns aber beeilen, bevor sie merkt, dass das auf ist. Im Storeraum. Könnte ich eigentlich noch an die Mission erinnern mit dem Laptop, da wo wir ihr ganzes Geld gespendet haben an der Organisation für Kinder. Obwohl sie ja Kinder haben. Ich wollte es erwähnen. Aber das ist natürlich crazy. Also, wenn nämlich jetzt nicht funktioniert, dann liegt es daran. Oh Gott, bitte nicht verfolgen. Oh, hier ist Kleber. Hier ist Kleber. Hier ist Kleber. Wir haben Kleber gefunden. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich habe keine Ahnung, wo sie da ist. Aber ich hoffe, sie geht dann nicht in meine Richtung. Oh nein! Sie hat es gesehen. Ich muss also vorher Kleber holen. Ich muss vorher Kleber holen und das dann sofort machen. Immerhin weiß ich dieses Mal, was zu tun ist, richtig? Und wir haben einen neuen Raum gesehen. Das ist auch schon episch. Warte mal, war ich in diesem Raum auch schon mal? Hier war ich auch noch nie. Das ist echt merkwürdig gerade. Was zum Teufel? Wieso war ich hier noch nie? Alter, was für ein geiler Raum. Also, ich meine, hättest du Freunde, dann würde der Raum eher Sinn ergeben. Aber da du mal alleine bist, vielleicht mit Francis nur, macht der Raum eher weniger Sinn. Okay, wir haben den Fingerabdruck und jetzt gehe ich nach oben und werde aber erstmal den Kleber holen, was sehr gut ist, weil sie ist unten. Das heißt, ich kann den Kleber holen und ihn sofort verwenden, was sehr gut ist, weil davor wusste ich nicht, dass wir Kleber brauchen. In der Zeit hat sich gesehen, leider, dass die Tür offen war. Also, man sollte besser vorbereitet sein und ich glaube, das war hier, ne? Hier ist der Kleber, den nehme ich natürlich sofort. Es geht nicht. Ich kann ihn nicht sofort mitnehmen. Oh mein Gott, Kacke. Und sie kommt nach oben, ne? Das kann ich nicht tun. Wenn sie jetzt nach oben kommt, kann ich das nicht tun. Sie kommt leider nach oben. Das heißt, ich kann es nicht tun, weil ich muss zuerst erstmal das drauf tun. Und dann brauche ich auch meine Zeit, um den Kleber zu holen. Also das wird gar nicht so easy sein. Ich werde mich wirklich verstecken und warten, bis sie nach oben geht. Beziehungsweise nach unten, meine ich. Weil sie ist ja oben. Das ist so eine Stelle, da fühle ich mich mega sicher. Einfach hinterm Dach da. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sie hierher kommt. Und sie geht nach unten. Sie geht nach unten. Jetzt müssen wir uns aber eilen. Geht sie nach unten? Nein, sie geht doch nicht nach unten. Oh, ich habe mich gefreut. Obwohl, vielleicht doch. Komm schon, du kannst nicht den ganzen Tag oben bleiben. Ja, jetzt geht sie nach unten. Sehr schön. Ich werde kurz warten. Und jetzt gehe ich schnell hier hin. Beeil dich. Mach das drauf. Genau. Und jetzt schnell. Hol den Kleber. Hol den Kleber. Oh mein Gott, sie ist da unten. Sie darf mich nicht sehen. Der Kleber ist hier. Gib ihn mir. Hallo. Danke. Sehr schön. Jetzt sprinte um dein Leben. Okay, sie ist da unten und liest ein Buch. Falscher Zeitpunkt auf jeden Fall. Nein, mein Spiel. Hallo. Nein. Nein! Es ist hängen geblieben. Oh mein Gott, es ist hängen geblieben. Bitte, es fährt diesmal nicht ein. Ich mache dasselbe nochmal. Kann ich es wieder entfernen eigentlich? Ja, das Blatt. Das Spiel hat sich wieder geschlossen. Oh mein Gott. Also ich probiere es noch einmal. Wenn nicht, dann werde ich auf einem anderen Weg das Ende finden. Also wir werden das Ende heute noch sehen. Aber wenn es bei mir nicht funktioniert, dann ist es halt so aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung wieso. Also das Problem ist, wenn wir das hier rausziehen, dann stürzt es ab. Also wir dürfen das Teil nicht rausziehen. Aber dann haben wir ein Problem. Denn, naja, dann sieht sich und dann geht sie gar nicht in den Fitnessraum. Also das ist eigentlich schon eine Pflicht. Aber ich werde vorher einfach mal aus Spaß probieren, nicht das Teil rauszuholen, sondern erstmal das Kleber auf den Ball zu machen und dann das Papier rauszuziehen. Mal schauen, ob das irgendeinen Unterschied macht. Wenn nicht, dann, ja, gibt es keine Methode für mich. Warte, Kleber. Wohin mache ich den Kleber? Verdammt, wohin soll ich den Kleber machen? Sie kommt nach oben, sie sieht gleich. Ich soll das auf den Ball machen, okay. Aber wo? Sie geht da lang. Okay, ich muss es rausholen. Sonst sieht sie es. Und, ja, es stürzt ab. Perfekt. Das war übrigens der falsche Kleber, den ich genommen habe. Wir brauchen Superglue, was ein noch stärkerer Kleber ist. Also den müssen wir erstmal finden. Ah, da hinten ist ja Superglue. Das ist nämlich der Superkleber. Der andere Kleber war für ein Stück Papier oder so. Also das war kein richtig guter Kleber. Dann sollten wir uns aber jetzt etwas schneller beeilen auf jeden Fall. Wir packen es hier rein. Und jetzt machen wir die Tür auf, machen Superglue hier drauf. Und jetzt kommt es drauf an. Wenn wir jetzt rausziehen können, renne, bevor sie dich sieht. Okay. Ah, sie, oh mein Gott, sie kommt jetzt nach oben. Also es hat funktioniert. Es war ein Bug quasi. Wenn man es in der falschen Reihenfolge macht, dann funktioniert es nicht. Aber wir können einfach
einfach rausspringen, ohne uns irgendwas zu brechen, was sehr schön ist. Und jetzt sehen wir, was passieren wird. Finish your fails sind einer der schlimmsten Fails ever, weil die am meisten wehtun. Deswegen, ich bin gespannt. Okay, sie ist dort. Oh no. Oh! Oh no! Oh Gott! Was zum Teufel? What? Oh my God! Was zum Teufel geschieht da gerade? Okay. Das ist einer der craziesten Pranks ever. Ich habe keine Ahnung, wie sie da nicht wieder gestorben ist. Was geht ab? Was passiert hier gerade? Und wie auch immer, das war's für die ersten zwei Leveln von den neuen Leveln. Aber es gibt noch mehr. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ihn noch oben da. Abonnieren kostet, um keine Videos mehr zu verpassen. Falls du abonnierst, vergiss nicht, die kleine Glocke dazu zu aktivieren. Dann wirst du nämlich sofort benachrichtigt, sobald ich dieses Video hochlade. Und du wirst locken, ey. Einfach locken, ey. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!